Hallo liebe Freunde meines Kanals. Ja, ich habe mich mal wieder unter die Natur begeben. Unter Grün, unter Wäldern, unter Holz, unter einfach unter des Duftes der Natur. Ja, ich möchte ganz gerne eine Ankündigung machen und eine Neuerung. Als allererstes mal herzlichstes Dankeschön für eure Likes, für eure Abonnenten oder für euer Abonnement, sowohl auch im Filmschnittbereich und in den anderen Kategorien, die ich habe, und vor allem besonders auch halt eben auch an meinen Let's Play-Bereich. Ja, und da kommen wir schon zu einer Neuerung. Eine Neuerung? Nein, erstmal zwei Neuerungen. Wie sich im Gothic-Kanal rumgesprochen hat oder auch auf anderen Kanälen, ich werde mal einen Livestream anfangen. Und der erste Livestream wird das Würfeln sein, also nach Motto, lasst uns wieder würfeln. Das hatte ich ja auch im Odyssey im Auftrag des Königs im Kanal ja auch angekündigt mehrfach. Und ich meine, jetzt könnte ich es mal wagen, meine Premiere im Livestream zu machen bei diesem Spiel, also mit Zuschauern dabei. Und das wird am Mittwoch sein, und also diesen Mittwoch. Das Datum blende ich noch unten ein. Und und dann gucken wir mal, wie das so läuft mit den Würfeln spielen in Kurines mit Hughes Mortimer und seinen Kumpanen, ob ich da weiterkomme. Und wenn es schnell gehen sollte, dann kann ich ja noch die anderen Würfelgegner auswählen, wie zum Beispiel Brobtek und noch die ich noch übrig gelassen habe. Und wie bereits auch schon auf meinem YouTube-Kanal unter dem Community-Tab habe ich schon einige Polls erstellt. Und der letzte Poll ist, ja, wie kann es anders sein? Ich habe 3 Gothic-Spiele zur Auswahl gegeben. Und unter diesen könnt ihr euch dann sozusagen nochmal abstimmen oder gebt ein Vote, für welche Spiele ganz gerne votieren würdet. Also da wäre einmal Velaya, die Geschichte einer Kriegerin, dann ganz normal Gothic 2, die Nacht des Raben, und als erstes hatte ich glaube ich gesetzt Dirty Swamp, natürlich die aktuelle Ausgabe. Da muss ich noch mal gucken und ein paar Tage warten, bis dann da auch kontinuierlich Livestreams von mir zu sehen sein werden. Die Livestreams werden auf Twitch sein, sowie auch am Mittwoch den Würfelstream, lass uns würfeln. Und ich hoffe, dass ihr zahlreich dabei seid. Merkt es euch vor, ich schreibe es nochmal explizit unter diesem Video in der Beschreibung. Und ja, gucken wir uns noch ein bisschen die Natur an. Ich spaziere immer so gerne hier in meiner Wohngegend rum und sehe immer lustige Gebilde, dachte ich mir, hey, das ist schön, das lässt du mal stehen. Und das sieht auch alles ganz gut aus. Gucken wir mal auf die Befestigung. Also wenn man was baut, dann halt eben alles nur mit Holzverbindung oder mit Seilverbindung. Aber ich sehe hier schon einen Nagel. Gut, okay, das wäre jetzt meinerseits ein Kritikpunkt. Gehen wir zur anderen Seite rüber. Und das tut mir weh. Das tut mir ein bisschen weh. Hier wurden mit 3 Nägeln reingehauen, oder 3 oder 4, ja, 4 Nägeln. Das gefällt dem Baum natürlich nicht so. Und naja, Bäume sind widerstandsfähig. Ich glaube, das kriegt er schon hin. Ja, hier geht es weiter hoch zum Judenfriedhof, zu meiner alten Eiche. Ich habe ja schon ein paar Filmchen und Updates an der Stelle schon mal gemacht und Ankündigungen. Jetzt gehe ich aber wieder zurück Richtung Hause, zu Hause. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles haben. Ja, hier liegt ein paar morsches Holzmaterial. Und ich mag das ja gerne. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich muss echt noch wieder mal am Ball bleiben. Ich habe zum Glück nicht so viel zugenommen, wie so einige Mitstreiter unter der Community. Da bin ich doch reichlich diszipliniert. So, mal gucken, was uns noch hier alles so über den Weg läuft, kreucht und fleucht. Ah, da hinten ist ein altes Relikt. Das ist irgendwie Beton. Ah, da gehe ich jetzt nicht hin. Hm.
Das ist auch gut, dass der Wald hier so ein bisschen naturbelassen bleibt. Man sieht das ja, Futter für Insekten, Zuhause für Insekten. Das finde ich immer ganz gut. Ich mag keine gepflegten Wälder. Alles so zu ebener Erde ist. Ja, jetzt wird es ja ein bisschen holperig. Kann auch nur sein, dass hier irgendwas im Weg liegt. So, dann geht es diesen Weg noch entlang. Bis wir da hinten wieder auf, naja, einen stahlverzinkten Zaun kommen. Drehe mich mal um, woher ich gekommen bin. Dort. Ja, dann geht es quasi nur noch eine Straße runter. Zwar steil bergab. Hier kann man noch weitergehen. Ja. Da kommt schon der Ort. Meine Verschlüsse von meiner Tasche, die klappern ein bisschen, nicht irritieren lassen. Ja, und so sieht das dann aus. Ganz weit runter. An dieser Stelle verabschiede ich mich mit meinem Update und mit meiner Ankündigung und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt standhaft, euer David. Tschüss.